herzliches Willkommen zum Shortcut für Beziehungen. Wir sind in der KW25. Das ist die Woche vom 20. bis 26. Juni 2022. Das ist für alle Sternzeichen diese Astrologie und natürlich bedeutet es auch für Singles genauso wie für Paare. Wir schauen einfach, was im Liebesleben oder im Beziehungsleben grundsätzlich so drin ist. Was haben wir? Wir haben die Sonne erstmal am 20. noch im Zwilling. Da ist Kontaktaufnahme wunderbar. Wir haben auch Merkur und Jupiter, die eben fördern, Neues zu beginnen, dran zu bleiben, was man gerade macht. Man kann karrieretechnisch, beruflich vorankommen, aber natürlich auch privat durch Gespräche. Venus und Pluto, ja, da ist es auch im Liebesbereich oder im partnerschaftlichen Bereich sehr viel intensiver, gefühlvoller. Man sollte sich natürlich nicht auf Macht- und Ohnmacht-Themen fixieren, sondern Ausgewogenheit bevorzugen. Dann haben wir am 21. Sommersonnenwende und die Sonne wechselt in den sehr familiären, gefühlvollen, sensitiven, aber auch überempfindlichen Krebs. Ja, und da ist natürlich auch so ein Ticken Geborgenheit drin, aber auch Einengung. Für ein paar Sternzeichen kommt das irgendwie nicht so gut. Manche genießen das natürlich, das ist klar. Dann haben wir noch den Wechsel der Venus in die Zwillinge am 23. Das weckt wieder Flirtgeist, das weckt wieder Kommunikation, gerade im Beziehungsbereich. Das ist sehr schön. Und auch die Leute, die sonst, ich sag mal, so ein bisschen zurückhaltend sind, können da aufwachen und ja, sich da ein bisschen in den Vordergrund bringen. Solltet ihr auf jeden Fall tun. Dann haben wir vom 26. bis 28., das geht über diese Woche hinaus, Mars, Saturn. Da ist man wieder mehr beruflich unterwegs. Man ist auch kämpferisch. Und das kann natürlich ab und an in der Beziehung auch mal in die Hose gehen. Also seid da bitte vorsichtig. Wenn ihr zu kämpferisch seid, überlegt einen Moment, ob sich das wirklich lohnt, sich da durchzusetzen oder ob man nicht besser fährt, einen guten Kompromiss zu finden. Gerade in Beziehungen, wenn die Leute einem wichtig sind. Ja, dann wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß bei eurer Legung. Ich hoffe, die sind alle toll. Und dann sehen wir uns das jetzt mal an. Bis gleich. Herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei der Beziehungslegung für Singles und für Paare für die KW25. Das ist die Woche 20. bis 26. Juni 2022. Wir schauen uns an, was möglich und machbar ist für alle Steinböcke. Du wählst aus, was für dich passt, was dir Inspiration liefert und wo dein Bauchgefühl sagt, ja, das brauche ich jetzt oder das mache ich. Ja? Schauen wir uns an, was wir für eine Energie für den Steinbock in dieser Woche haben in Beziehungen. Und du entscheidest nachher natürlich darüber, ne, wie du das umsetzt. Was haben wir? Wir haben Nostalgie, zurückblicken. Kann auch ja, eine langjährige Partnerschaft sein natürlich. Ja. Wir schauen mal, was das Thema ist zwischen dir und deinem Gegenüber. Deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche aus? Und was ist der Zusatzhinweis, der Tipp für diese Woche? So. Kann auch sein, dass du jemand aus der Vergangenheit wieder triffst, auch möglich. Was ist das Thema für den Steinbock? Es ist die 9 der Schwerter. Kommunikation, Ängste, aber auch Gespräche, Befürchtungen. Wir haben die Königin der Schwerter. Du gehst mit dir in Medias Res, du überlegst, was du willst, wo du hin willst, wie du das handeln möchtest, was du zum Beispiel auch für dich als richtig und als nicht richtig empfindest. Und wenn du das für dich geklärt hast, gehst du nach außen und besprichst das. Wir haben hier den Wagen, den Erfolgsgarant, Krebsenergie, in der Spur bleiben. Ja? Vielleicht, wie gesagt, in einer langjährigen Beziehung oder eben mit jemandem, den du schon ja, lange nicht gesehen hast. Wie geht's weiter? Du bist erfolgreich. Das heißt, die Dinge laufen gut, schön. Und hier haben wir den Ritter der Münzen. Nee, der Kelche. Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen. Dein Gegenüber ist dir positiv gesinnt und unterstützt dich in dem, was du tust. Finde ich ja schön. Und weiter haben wir den Mond. Ein ungutes Gefühl. Vielleicht wird was aufgedeckt. Vielleicht kommt was zutage, was du eigentlich nicht so gerne fühlen möchtest. Und hier haben wir die 9 der Münzen. Unabhängigkeit. Okay, das kann natürlich bedeuten, dass entweder dein Gegenüber dir zu unabhängig ist, sich auch als Single sieht vielleicht
Oder es ist so, dass du aufgrund des Erfolges ja jetzt gerade so ein schlechtes Gewissen hast, deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber. Schauen wir mal. Wir haben die 10 der Schwerter. Also ihr habt schon viel miteinander erlebt. Enttäuschungen, Dinge, die nicht geklappt haben, ob jetzt in der Beziehung oder anderswo. Oder jetzt du triffst jemanden, der ja sehr selbstständig ist und du weißt nicht so recht aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, wie du damit umgehen sollst. Du hast ein ungutes Gefühl damit vielleicht. Du hast Erkenntnisse gewonnen, die aus der Vergangenheit herrühren, aus deiner Erfahrung. Und vielleicht ist es ein ganz einfaches Prinzip zu sagen, ich spreche darüber. Ich spreche darüber, ob ich jetzt die Person schon lange kenne oder ob ich jetzt Single bin und jemanden kennenlerne. Du kannst deinem Gegenüber sagen, ja, ich habe so einiges erlebt. Ich bin natürlich vorbelastet, ich bin nicht unvoreingenommen. Ich habe bestimmte Ansprüche an mich und andere. Ja, du musst es nicht im Detail erzählen, aber du solltest das nicht für dich behalten. Die 9 der Schwerter sind die Ängste, die dich bewegen. Und das ist auch mit dem Mond hier aufgedeckt. Das bedeutet auch, dass du, wenn du nicht darüber sprichst, da Monate und Jahre von belastet wirst. Und es ist immer besser, die Dinge beim Namen zu nennen, ja, als das für sich zu behalten. Gerade wenn es um Beziehungen geht oder um Kennenlernen, ja. Und ich denke, rein Wein einzuschenken, authentisch zu sein, damit kommt man besser an. Wenn man nicht irgendwas vorgaukelt und dem anderen zuliebe vielleicht so tut, als wäre er ganz toll, obwohl man ihn gar nicht toll findet oder sie, ja, man sollte offen sein, ja. Und die 9 der Münzen besagt ja auch, dass dein Gegenüber jemand Unabhängiges ist, der sich um sich selbst oder sie um sich selbst kümmern kann. Mit dem Ritter der Kelche kommt das sogar sehr gut bei deinem Gegenüber an, dass du aufrichtig und ehrlich bist. Also ich finde das sehr wichtig, gerade wenn man ja, die 10 der Schwerter hat. Vielleicht habt ihr beide die 10 der Schwerter und dann könnt ihr das gut nachempfinden. Deswegen lass dich von den Dingen, die dich beschäftigen im stillen Kämmerlein, nicht davon abhalten, mit deinem Gegenüber das eine oder andere zu besprechen. Das heißt ja nicht, dass du dich jetzt bloßstellen musst. Das heißt einfach, deinem Gegenüber zu sagen, wie du dich fühlst, wie es dir geht, dass du noch vielleicht Dinge abzuarbeiten hast, dass du Zeit brauchst. Das ist offen und ehrlich, das ist authentisch. Und das ist genau das, was du tun sollst, mein lieber Steinbock. Ja, finde ich gut. Wir haben ja auch den Erfolg dabei. Wir haben die liebevolle Energie. Also ich denke, es schadet nicht. Es schadet dir, wenn du das weiterhin im Verborgenen für dich behältst. Ja? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bin gespannt, was du daraus machst. Schreib es gerne in die Kommentare und ist vielleicht auch lehrreich für andere. Und wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen hoch gerne da. Dann weiß ich, du konntest was mitnehmen. Wenn du mich unterstützen möchtest, gibt es ein paar Schritte weiter nach rechts vom Däumchen, das Thanks, wenn du möchtest. Und unten haben wir dann auch die Infobox mit den ja, Informationen zu persönlichen Legungen und persönlichen Gesprächen. Ich wünsche dir eine kommunikative, schöne Woche und sag bis bald.